Heute am 26. September kommt das zweite große Soul Mask Update und wir wollen mal im Überblick uns anschauen, was wir dort erwarten können. Als erstes erwartet uns eine große neue Arena für PvP auf offiziellen und auch auf privaten Server. Ob das auch auf PvE-Servern funktioniert, muss ich dann selber noch schauen und testen. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Die Arena ist ganz individuell gestaltet mit vielen Fallen. Ich habe gesehen, mit Gas, mit Feinden, mit Monstern, die dich angreifen. Du kannst dort auch auf andere Chieftains treffen und um die Belohnungen mit ihnen kämpfen. Die Belohnungen sind zum Beispiel Repair-Kits für die Ancient Armor, also für die alten Rüstungen. Du kannst auch diese Rüstungen in diesem Dungeon finden. Das zweite große neue Feature, was glaube ich ganz, ganz viele von uns schon lange erwartet haben, ist die Option, dass wir Skin Decorations haben oder Transmogs haben, wie auch immer du es nennen magst, als neue Option im Maskentisch. Dort wird es einen entsprechenden Schalter geben, mit dem du das dann entsprechend aufrufen kannst. Und die Blaupausen für diese Skins erhältst du von entsprechenden Handwerkern oder aber auch in den Bosskisten. Und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf, wenn man selber sagen kann, okay, was oder was will ich tragen und was will ich nicht tragen. Leider weißt du dann zukünftig in PvP nicht mehr, welche Rüstungen dein Gegner trägt. Soulmask kommt jetzt mit vielen neuen, ich nenne es jetzt mal Bau- oder Dekormöglichkeiten und eine der wichtigsten Sachen hier ist sicherlich dieser Häuptlingsthron, auf den du dich setzen kannst, wenn du deinen eigenen Charakter jetzt eben nicht spielen willst, was ja in der Regel schon relativ früh im Spiel der Fall ist, dass man dann in einen anderen Charakter schlüpft und bisher saß dann unser Charakter ziemlich verloren irgendwo in der Ecke rum und das ändert sich jetzt. Er bekommt jetzt seinen eigenen Thron und kann darauf sitzen. Die nächste Neuerung sind Schatztruhen, die im Boden vergraben werden können und damit auch versteckt werden können. Ab jetzt gibt es dann einen Trainingsdummy, der wirklich funktioniert. Das heißt, du kannst dich selber oder auch deine Tribesmen an diesen Trainingsdummy stellen und kannst tatsächlich dadurch auch ja, die Waffen trainieren, die du trainieren möchtest. Also es ist nicht nur ein Deko-Element. Dann haben wir hier den mysteriösen Umwandler. All diese Unmengen an, weiß ich nicht, Holz oder Fasern, was auch immer, die wir eigentlich nicht brauchen, die aber ständig eingesammelt werden von unseren Leuten, die können zukünftig umgewandelt werden in seltene Materialien mit Hilfe dieses Umwandlers. Das ist doch mal eine klasse Sache. Also ich weiß schon, wie viel Holz und ähnliches ich da reinwerfen werde. Als letztes haben wir dann die Möglichkeit, unsere Tribesmen in den Winterschlaf zu schicken. Wenn wir jetzt Tribesmen haben, die ja an denen unser Herz hängt, ich selber habe welche, aber die im Grunde genommen jetzt nicht mehr wirklich geeignet sind, ja, weil sie nicht stark genug sind, weil ich bessere gefunden habe zwischenzeitlich, die kann ich jetzt hier in Winterschlaf schicken und kann sie bei Bedarf dann wieder rausholen. So sind sie auf jeden Fall mal gut aufgehoben. Ich finde das eine sehr klasse Entwicklung hier. Ja, das war es auch schon mit dem neuesten Update von Soul Mask. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.